Ich stelle beide Kämpferinnen kurz vor. Wir haben den Kickboxkampf bis 57 Kilogramm in der roten Ecke. 16 Jahre jung, 1,69 Meter groß. Aus dem Allgäu, aus Kempten für den SC Allgäu. Und der Trainer ist Sercan. Katharina Bier! In der blauen Ecke, 15 Jahre jung, 1,77 Meter groß, von der Fight Power Academy und der Trainer ist Agron Kurtisi. Bitte begrüßen Sie Lara Plath. Dieser Kampf ist angesetzt auf 3 Runden à 2 Minuten. So, herzlich willkommen zur 5. Auflage der Night for Fight in Ingolstadt. Debütantinnen geben sich hier die ersten Fäuste des Abends. Großgewachsen Lara Plath mit dem schwarzen Oberteil, blauen Oberteil Katharina Bier. Das sind die jungen Ladies. Lara 15 Jahre jung, Katharina 16. Und wir sehen schon, beide Ladies können kicken. Katharina im Vorwärtsgang, aber schön ausgewichen. Lara am Kontern. Schöne Schlagkombination, abgeschlossen mit High Kick. Stop Kick. Low Kick abgeblockt. Schön. Beide Doppeldeckung oben. Sehr schön. Also man sieht, beide Debütantinnen sind sehr gut eingestellt. Lara Plath lässt sich nicht an den Ringseilen stellen. Bewegt sich, macht den Low Kick oberhalb des Knies. Inside Low Kick, Knie zum Körper. Schön, das sind jetzt die Aktionen für die blaue Ecke. Immer. Langer Jab, schön auf Abstand halten, das ist Distanz. Oh, enormer Druck, wie das Knie, rechte Knie zum Körper. Neutrale Ecke für Lara Plath und Katharina wird angezählt, aber ordentlich Druck dahinter. Bekommt jetzt die Zeit, sich davon zu erholen. Es geht weiter. Outside Low Kick, Stop Kick. Links, rechts Kombination. Wieder versucht, das Knie nach oben zu ziehen. Das ist eine gute Waffe, gutes Werkzeug, um der Gegnerin die Luft zu nehmen und immer auch im Rückwärtsgang zu schlagen. Katharina auf dem Weg nach vorne versucht, nicht die Flucht anzutreten, sondern die Flucht nach vorne. Und das war das Ende der Runde 1. Punktetechnisch fürs Anzählen für Katharina Bier steht Lara Plath punktetechnisch vorn. Die jungen Damen haben nur 3 Runden à 2 Minuten. Man muss aber betonen, es gehört schon enorm viel Selbstvertrauen dazu, überhaupt in den Ring zu steigen. Beide Kämpferinnen, und da bin ich mir sicher, waren im Vorfeld sehr nervös. Wir sehen in der roten Ecke schön. Der Trainer mit ruhigen Worten versucht ebenfalls anzuzeigen. Knie nach vorn, aufwärts haken. Und jetzt Lara Plath, ihr Coach Agron Kurtisi. Schön tief durchatmen. Ich denke, das läuft alles nach Plan für die Fight Power Academy bislang.
So, ready für die zweite Runde, aber vorher noch die rote Ecke, die Betreuer aus dem Ring. Schön, oh, Low Kick von Lara, Kick zur Leber von Katharina. Inside Low Kick, Katharina, links, rechts, lange Arme, jetzt muss sie versuchen, wieder auf Distanz zu gehen. Katharina in der Halbdistanz, kommt dort mit besseren Momenten. Jetzt aber wieder das Knie hoch. Zwei, drei Schläge zum Kopf von Lara Plath. Sehr übersichtlich von Lara zu boxen. Bewegt sich auch mehr. Katharina jetzt auf dem Weg nach vorn. Und immer wenn, ja, haben wir gerade gesehen, immer wenn es dann zu dicht wird, wenn Katharina zu nah an ihre Gegnerin kommt, hebt die das Knie und versucht dort entsprechend die Midsection zu treffen. Doppeldeckung nach oben. Sehr fein. Ah, vorsichtig. Spinning Backfist. Das war sehr dicht am Ellbogen. Da muss er aufpassen. Die Technik muss sauber kommen. Sonst ist es so wie hier. Ahndet das der Referee. Schöner Low Kick. Und lange Arme, lange Arme. Gutes Mittel. Katharina jetzt ein bisschen stark, müsste sich ein bisschen mehr bewegen. Die Aktion kommt, so wie jetzt zum Beispiel, geht zwar nach vorn, muss aber jetzt schlagen. Oh, und wieder Knie zum Körper. Low Kicks. Outside Low Kicks zum Körper. Das haben beide sehr gut drauf, das muss man schon sagen. Superman Punch. Lange Jab von Katharina am Ende. Und Beifall aus der Menge hier im Stadttheater in Ingolstadt für beide Kickboxerinnen. So, nochmal tief durchatmen, bevor es dann in die dritte Runde geht. So, Seconds out vom Referee der ISKA ausgerufen. Das heißt, Betreuer verlassen den Ring und wir kommen zur dritten und letzten Runde. Feuer muss. So, auf geht's. Und nochmal die Chance für Katharina, Boden gut zu machen. Was nicht einfach wird, aber warten wir mal. Für uns Zuschauer sicherlich interessant anzugucken. Oh, wieder Kicks. Immer wieder zur Midsection. Die Knie im Vorfeld. Wow, Spinning Backfist von Katharina. Knie, Knie, Knie. Oh, schönes Momentum für Lara Plath. Katharina jetzt verhalten an den Ringseilen, da muss sie weg. Das ist die Chance, mit langen Aktionen für Lara Plath hier die Akzente zu setzen. Inside Low Kick, oh, schön zum Kopf gezogen von Katharina. Links, rechts, Kombination, immer nach vorne. Sie kassiert zwar, aber geht auch nach vorn. Low Kick geblockt. Inside Low Kick. Oh, schöne Kombination. Inside Low Kick und Kick zum Body. Also beide Ladies schenken sich nichts. Und wieder Knie. Immer diese Knie aus der blauen Ecke. Wir sind in der dritten Runde.
Wir haben noch gut 20 Sekunden, das heißt nochmal die letzten Aktionen zu setzen. Ah, das Time gestoppt, aber der Schienbein schon ein bisschen locker wieder. Kick zur Midsection und erneut links wie rechts. Die lange linke, die rechte. Lara befreit sich, muss die den Kick abkassieren. Wir haben die dritte und letzte Runde hinter uns und kommen gleich wieder mit der aktuellen Urteilsverkündung. Bevor wir zur offiziellen Urteilsverkündung kommen, ein riesen Applaus für beide Debütantinnen. Die standen das erste Mal in dem Ring, da gehört einiges dazu. Und ich kann mir vorstellen, beide Kämpferinnen waren sehr nervös, aber jetzt hat sich's gelohnt. Jetzt können auch beide wieder lächeln. Wir kommen zum offiziellen Ergebnis. Siegerin einstimmig aus der blauen Ecke, Lara